Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der hat heute gemeinsam mit dem Gesundheitsminister die neuen Öffnungen vorgestellt und da wird einiges geöffnet ab 1. Juli. Fast, muss man sagen, so wie vor Corona. Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz. Schönen guten Abend, Herr Fellner. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bundeskanzler, das sind ja sehr weitreichende Öffnungen, die Sie da heute verkündet haben. Warum ist das Ihrer Meinung nach möglich, dass wir wirklich mit 1. Juli fast alle Regeln, nicht alle, aber fast alle Regeln zurücknehmen? Ja, wir haben im August letzten Jahres die Prognose gewagt, nächsten Sommer können wir wieder zur Normalität zurückkehren. Und genau dieses Versprechen lösen wir jetzt ein. In großen Schritten geht es zurück in Richtung Normalität. Das ist möglich, weil unser System der 3Gs funktioniert, also geimpft, getestet, genesen, weil wir Testweltmeister sind, also kein anderes Land testet so viel wie wir und weil mittlerweile über 4 Millionen Menschen geimpft sind. Also wir kommen in allen Bereichen sehr gut voran. Wir haben das Virus immer weiter zurückdrängen können. Wir haben jeden Tag nur noch etwas über 100 Neuansteckungen. Und ja, das ist die Basis für diese wirklich sehr weitreichenden Öffnungsschritte. Gott sei Dank, sage ich, denn ich glaube, vieles ist uns allen schon abgegangen. Und dass mit 1. Juli jetzt die Sperrstunde fällt, endlich wieder auch getanzt, gefeiert werden kann, dass wir endlich wieder Veranstaltungen haben, ohne Masken, auch stehende Veranstaltungen, Konzerte, dass all das wieder möglich sein wird, das, glaube ich, tut uns allen gut. Herr Bundeskanzler, was manche vielleicht überrascht hat, dass es auch weitreichende Öffnungen in der Nachtgastronomie gibt. Sie haben es eh schon angesprochen, es darf wieder getanzt werden, die Clubs dürfen öffnen, die Bars dürfen öffnen. Da gibt es jetzt auch ein paar Kritiker, die sagen, das ist riskant, dass man die Nachtgastronomie öffnet. Wie sehen Sie das? Schauen Sie, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir immer dem Prinzip folgen, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Und wir wissen, dass das Virus sehr stark saisonal ist, also im Sommer ist die Situation generell besser. Wir haben über 4 Millionen Menschen, die bereits geimpft sind. Das heißt, gerade ältere Menschen, Risikogruppen sind geschützt. Und es gibt ja in der Nachtgastronomie auch die 3G-Regel, also man kommt nur hinein, wenn man getestet, genesen oder geimpft ist. Aber ich sage schon, auch junge Menschen haben jetzt lange auf viel verzichten müssen. Und das gehört einfach für junge Leute dazu, dass man auch einmal am Abend ausgehen kann, dass man mit Freunden was trinken kann. Und ich glaube, dass es daher richtig ist, dass wir diesen Schritt setzen. Wir haben angekündigt, ab dem Sommer zurück zur Normalität. Und gerade für jüngere Leute gehört da auch dazu, dass man mal am Abend auch was trinken gehen kann. Stimmt es eigentlich, dass Ihr grüner Koalitionspartner da gestern noch versucht hat, diese Öffnung der Nachtgastronomie, insbesondere das Tanzen, zu verhindern und dann von Ihnen überstimmt wurde? Nein, das stimmt so nicht. Wir haben diesen Öffnungsschritt gut gemeinsam vorbereitet. Es war ja immer angekündigt, dass wir in 3 Wochen Schritten agieren, also nie verantwortungslos, immer behutsam, immer mit einem entsprechenden Sicherheitsnetz. Und der 1. Juli, den haben wir schon vor langer Zeit angekündigt. Das war auch immer klar, dass Hochzeiten, Geburtstage, all das einfach wieder möglich sein wird und dass eben die Sperrstunde auch aufgehoben wird. Wir haben in Österreich noch immer ein sehr gutes Sicherheitsnetz, weil wir eben auf die 3G setzen, getestet, genesen oder geimpft. Wir testen am allermeisten in der Europäischen Union. Wir sind im besten Drittel, was den Impffortschritt betrifft. Wir sind im besten Drittel, was die Ansteckungszahlen betrifft. Wir sollten nicht leichtsinnig werden, aber ja, der Erfolg, den wir gemeinsam erarbeitet haben, den sollten wir jetzt auch leben. Und das ist ja nicht nur eine Frage der Lebensqualität, diese Öffnungsschritte, sondern auch wirtschaftlich ist das wichtig für uns. Viele Menschen können endlich wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren, im Tourismus, in der Gastronomie, im Veranstaltungsbereich, in der Kultur, im Sport. Das sind Menschen, die lange nicht arbeiten gehen konnten und jetzt ist das endlich wieder möglich. Herr Bundeskanzler, auch die Masken werden ja großteils fallen in der Gastronomie und im Kulturbereich komplett mit 1. Juli. Im Handel und anderen Bereichen vorerst einmal MNS, also Mund-Nasen-Schutz. Aber wie geht es dann ab 22. Juli dort weiter im nächsten Schritt? Fällt dann die Maskenpflicht in diesen anderen Bereichen auch komplett?
Also jetzt gibt es jetzt einmal den Mund-Nasen-Schutz noch bis zum 22. Juli im Handel und auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es wird dann, wenn sich die Situation weiter gut entwickelt, hier weitere Erleichterungen geben. Wir sind ein europäisches Land, wir sind keine Asiaten, wo die Maske auch Teil der Kultur mittlerweile geworden ist, sondern wir sind Österreicher und bei uns ist das etwas, was in Zeiten der Pandemie notwendig war, aber was kein Dauerzustand werden sollte. Und daher gilt hier natürlich auch, dass wenn es möglich ist, dass es hier weitere Erleichterungen geben soll. Ich sage dazu, mir ist das ganz besonders wichtig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich, weil das müssen sie einmal durchhalten, dass sie im Handel zum Beispiel oder in der Gastronomie 10 Stunden arbeiten und dauernd die FFP2-Maske tragen. Das ist eine enorme Belastung. Und darum bin ich froh, dass ab 1. Juli die Maske in der Gastronomie ganz fällt und im Handel eben noch der Mund-Nasen-Schutz für einige Zeit aufrechterhalten werden muss. Aber wenn es möglich ist, werden wir auch dort dann reduzieren. Herr Bundeskanzler, Sie haben es eh schon angesprochen, es gilt ja nach wie vor die 3G-Regel, also getestet, geimpft, genesen, um in die Gastronomie, Kultur etc. hineinzukommen, künftig auch in Clubs beispielsweise. Wie lange wird es diese 3G-Regel Ihrer Meinung nach noch brauchen? Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser hat Anfang dieser Woche bei mir in einem Interview gesagt, seiner Meinung nach sollte man auch bei der 3G-Regel jetzt schon langsam zurückschrauben und die wirklich nur noch in Bereichen haben, wo es absolut notwendig ist. Ja, ich glaube, dass es sich bewährt hat, Herr Fellner, so vorzugehen, wie wir das machen, nämlich Öffnungsschritte zu machen, große Öffnungsschritte zu machen, aber doch immer dann die Situation 1-2 Wochen zu beobachten. Wir haben gerade in Großbritannien erlebt, dass Öffnungsschritte verschoben werden mussten, weil dort die Ansteckungszahlen wieder steigen. Wir haben jetzt noch eine Übergangsphase, bis wirklich alle geimpft sind, die sich impfen lassen möchten. Wir sind aber da auf einem guten Weg. Werden Ende Juni rund 5 Millionen Geimpfte haben. Die Zahl wird weiter steigen, dann noch im Juli, bis jeder auch wirklich geimpft ist, der das möchte. Und in dieser Phase würde ich da gern noch behutsam bleiben, das einige Wochen so aufrechterhalten und dann im Juli noch einmal neu bewerten. Ganz klar ist, Regeln braucht es immer nur, solange sie wirklich notwendig sind. Aber Sie haben ja vorher gerade gesagt, einige sind schon kritisch wegen der Öffnungsschritte ab dem 1. Juli. Daher würde ich sagen, warten wir mal ab, schauen wir uns das ein paar Wochen an und entscheiden wir dann. Mhm. Jetzt haben Sie gerade auch erwähnt, es ist noch nicht jeder geimpft, der das möchte. Es wird wahrscheinlich noch einige Wochen dauern, bis das dann auch erreicht ist, dieses Ziel. Wie lange wird es denn noch das Gratis-Testangebot geben? Wie lange bleibt das noch aufrecht? Wir werden das Testangebot aufrechterhalten, aber es ist so, dass das für immer weniger Menschen natürlich notwendig ist. Wir haben jetzt schon über 4 Millionen Geimpfte. Sobald die 3 Wochen geimpft sind, müssen sie sich nicht mehr testen lassen. Das heißt, die Gruppe, die sich testen lassen muss, die wird immer kleiner. Und das ist ja auch gut so. Für die soll es natürlich ein Angebot weiterhin geben, auch im Sommer. Aber die Gruppe wird immer kleiner. Und was die Impfung betrifft, da kommen wir wirklich sehr gut voran. Wir sind da bei den Ländern in der Europäischen Union, die besonders schnell, besonders effizient impfen. Rund 5 Millionen Menschen werden Ende des Monats geimpft sein. Die Impfbereitschaft steigt, also es wollen sich mehr Menschen impfen lassen als erwartet. Das ist auch erfreulich und daher bin ich da wirklich in dem Bereich sehr, sehr zufrieden. Und das ist natürlich eine gute Basis, um auch auf die nächste Welle vorbereitet zu sein. Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, wir wiederholen oder könnten die gleichen Fehler wiederholen wie letzten Sommer. Die Zahlen gehen runter, wir lassen jetzt die Maske weg, wir reduzieren sozusagen die Regeln. Wie wollen Sie das denn verhindern? Insbesondere auch, da jetzt doch ja im Sommer hoffentlich auch viele ausländische Touristen nach Österreich einreisen werden. Wie wollen Sie das überprüfen und vor allem verhindern, dass die dann eventuell das Virus oder vielleicht sogar eine Mutation wie die Delta-Variante nach Österreich einschleppen? Also die These war schon letzten Sommer und letzten Herbst falsch und sie ist jetzt auch wieder falsch. Man muss einfach verstehen, dass diese Pandemie in Wellen stattfindet, dass sie saisonal stattfindet. Das heißt, dass es im Herbst eine Welle und steigende Zahlen gibt und dass es das letzten Herbst gegeben hat, das war klar. Und das hat nichts damit zu tun, wie das Sozialverhalten der Menschen im Juli war. Das heißt, alle, die sagen, wir hatten
hatten eine Welle im Herbst, weil wir im Sommer etwas falsch gemacht haben. Die bitte ich einfach, sich anzuschauen, dass diese Welle im Herbst in allen europäischen Ländern stattgefunden hat, ganz unabhängig davon, wie die Regeln im Sommer waren, weil das Virus eben sehr stark saisonal ist. Und das ist einmal ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn jetzt die Ansteckungszahlen niedrig sind und wir uns trotzdem extrem einschneiden, dann heißt das nicht, dass wir deshalb im Herbst besser dastehen, weil man kann sich nur anstecken, wenn man mit Infizierten in Kontakt kommt. Und wenn es kaum noch Infizierte gibt, dann können sie sich auch nicht anstecken. Und im Herbst kann die Sache dann wieder zunehmen und dann schaut die Situation anders aus. Das ist aber ganz wichtig zu verstehen, dass das Virus in Wellen kommt, dass es saisonale Effekte gibt, ganz gleich, wie man sich verhält. Und der zweite Punkt, warum der Vergleich mit dem letzten Sommer sehr, sehr hinkt, ist, es gibt einen ganz fundamentalen Unterschied und das ist die Impfung. Wir haben jetzt ja nicht nur niedrige Ansteckungszahlen, Gott sei Dank, sondern wir haben immer mehr Menschen, die geimpft sind. Wir werden Ende des Sommers wahrscheinlich 2/3, 70%, 75% der Bevölkerung geimpft haben und sind damit natürlich sehr gut vorbereitet auf die nächste Welle, die kommen wird. Aber sie wird nur diejenigen treffen, die nicht geimpft sind. Und daher ist mein Appell, meine Bitte an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Es ist freiwillig in Österreich, es gibt keine Impfpflicht, das ist gut so. Aber jeder muss für sich wissen, wenn er sich nicht impfen lässt, dann ist er natürlich gefährdet, sich anzustecken, wenn die Zahlen wieder steigen. Und das wird aller Voraussicht nach spätestens im Herbst der Fall sein, weil, wie vorhin erörtert, die Erkrankung eben in Wellen stattfindet. Wie besorgniserregend ist denn eigentlich Ihrer Meinung nach diese Delta-Variante? Ist die vielleicht gar nicht so besorgniserregend, wie jetzt teilweise medial kolportiert wird, eben weil die Impfquote steigt? Ich glaube, man muss sie natürlich genau beobachten, aber es besteht auch überhaupt kein Grund zur Panik, sondern die Fakten sind sehr eindeutig. Diese Variante ist ansteckender. Aber wer geimpft ist, ist auch gegen diese Variante geschützt. Das bedeutet, sie ist natürlich für alle, die sich nicht impfen lassen wollen, gefährlich, weil man sich leichter anstecken kann. Aber wer sich impfen lassen möchte, der braucht keine Sorge haben, denn er ist gegen die Delta-Variante genauso geschützt wie gegen alle anderen Mutationen, die es derzeit gibt. Problematisch wird die ganze Sache dann, wenn das erste Mal eine Mutation auftritt, wo die Impfung nicht wirkt. Derzeit gibt es so eine Mutation nicht. Sobald es sie gibt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Dann müssen die Pharmakonzerne die Impfung anpassen. Und wir werden alles tun, um dann die Menschen möglichst schnell nachimpfen zu können. Aber das ist dann eine wirklich herausfordernde Zeit. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Darauf sind wir gut vorbereitet. Und dieser Fall kann auch irgendwann eintreten. Die Delta-Variante, die ist nicht dieser Fall. Herr Bundeskanzler, jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, die Jungen kommen jetzt an die Reihe beim Impfen, aber wann wird denn wirklich jeder Junge oder generell jeder Österreicher, der jetzt die Impfung haben will, auch wirklich die Möglichkeit gehabt haben, sie zu bekommen? Wann wird dieser Zeitpunkt erreicht sein? Naja, das hängt ein bisschen von der Impfbereitschaft ab. Ich habe in Österreich immer damit gerechnet, dass wir rund 2/3 der Menschen haben werden, die sich impfen lassen wollen. Von 7,5 Millionen Menschen, die ursprünglich geimpft werden hätten können, also 5 Millionen Menschen. Diese 5 Millionen Menschen werden wir Ende des Monats ungefähr geimpft haben, also rund 5 Millionen erst Geimpfte Ende Juni, Anfang Juli. Mittlerweile dürfen sich aber auch die 12- bis 16-Jährigen impfen lassen. Auch die Schwangeren können sich impfen lassen. Das heißt, wir haben einige hunderttausend Menschen mehr, die sich impfen lassen können. Und gleichzeitig ist in Summe die Impfbereitschaft etwas gestiegen. Es lässt sich also nicht auf den Tag genau vorhersagen, aber wir rechnen ungefähr damit, dass statt 5 Millionen Menschen sich ungefähr 5,5 Millionen Menschen impfen werden lassen wollen. Und Ende Juni ungefähr 5 Millionen Geimpfte. Also ich würde sagen, Daumen mal Pi, 90% derer, die sich impfen lassen wollen, die werden auch Ende Juni ungefähr geimpft sein und die anderen werden danach die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen.
aber der Impfstoff wird regelmäßig geliefert und im Sommer wird sich jeder impfen lassen können, der das möchte. Abschließend noch zum Thema Impfen. Es heißt immer wieder, es wird eine dritte Impfung brauchen. Im Herbst ist Österreich dafür eigentlich gewappnet. Haben wir genügend Impfstoff für diese dritte Impfung? Ja, wir sind darauf vorbereitet. Wir rechnen auch damit, dass wir nachimpfen müssen. Allerdings sind sich Experten noch nicht ganz einig, wann das notwendig ist. Manche glauben wahrscheinlich 9 Monate nach der ersten Impfung. Andere sagen wahrscheinlich erst ein Jahr nach der ersten Impfung. Das heißt, auch hier gilt das Datum, wann nachgeimpft werden muss. Das können wir noch nicht genau festlegen. Aber wir sind dafür vorbereitet, im Herbst mit Nachimpfungen, mit dritten Impfungen zu beginnen. Und ganz zum Schluss noch, Herr Bundeskanzler, es gab in den letzten Wochen ja viel Aufregung um diese Chats von Thomas Schmidt. Tut Ihnen das leid, dieses Bild, das da in der Öffentlichkeit entstanden ist? Ja, Thomas Schmidt hat mittlerweile seine Funktion verlassen müssen. Ich glaube, es ist ohnehin schon alles dazu gesagt und ich habe mich auch schon mehrfach dazu geäußert. Okay, und ganz zum Schluss noch, Herr Bundeskanzler, wie sieht es denn bei der Fußball-Europameisterschaft aus? Was ist denn Ihr Tipp, wie weit wird Österreich kommen? Naja, ich hoffe doch, dass wir gut vorankommen. Die Leistung der Mannschaft beim ersten Spiel war schon mal sehr beeindruckend. Jetzt steht ein schwieriges zweites Spiel an. Ich drücke fest die Daumen und hoffe, dass das ebenso erfolgreich weitergeht, wie es begonnen hat. Werden Sie eigentlich irgendwann zur Europameisterschaft reisen? Werner Kogler ist ja heute in Amsterdam und drückt vor Ort die Daumen. Na, ich bin im Moment sehr, sehr eingesetzt hier mit den letzten Metern der Pandemiebewältigung. Mir war es wichtig, dass wir die Öffnungen auch entsprechend vorbereiten, ausarbeiten und jetzt auch umsetzen können. Und ich hoffe aber trotzdem, dass ich Zeit finde, das Spiel anzuschauen. Ich habe es auf jeden Fall vor, aber ich werde das in Wien machen, entweder daheim oder, wenn es sich ausgeht, vielleicht wo in einem Gastgarten. Aber sollten wir ins Finale kommen, dann sind Sie dabei, oder? Ja, schauen wir mal. Es gibt hier genug zu tun, aber ich bin auf jeden Fall in Gedanken dabei und drücke die Daumen. Und immer wenn es irgendwie ausgeht, schaue ich mir das Spiel auch persönlich an. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße ins Bundeskanzleramt. Danke vielmals. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sind wir gleich zurück und dann haben wir gleich die brandaktuelle Umfrage des Research Affairs Instituts. Die werde ich gleich mit Wolfgang Rosam analysieren. Sehr, sehr spannend. Wie schaut es in der Sonntagsfrage aus? Wie haben sich da doch die sehr, sage ich mal, unterschiedlichen Themen der letzten Tage auch ausgewirkt auf die Sonntagsfrage? Wie sieht es in der Kanzlerfrage aus? Und wir haben viele spannende Detailfragen, unter anderem auch zur Frage der Staatsbürgerschaften. Sollen Kinder, die hier geboren werden, automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen? Das haben wir unter anderem gefragt. Und natürlich viele Fragen auch zu den Lockerungen. All das gleich nach einer ganz kurzen Werbepause mit einer großen Analyse mit Österreichs sicherlich bekanntesten PR-Profi Wolfgang Rosam.